Hörspiele Deutschland mit einer kleinen Spende unterstützen und so den Kanal am Leben halten willst, kannst du dies per PayPal unter hörspiel.deutschland@gmail.com. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Hörspiel. Mr. Chadwick kommt. Gießen Sie ihm ein, Charles. Yes, ma'am. Guten Morgen, Beth. Guten Morgen, Charles. Guten Morgen. Ah, riecht der gut. Guten Morgen, Beth. Guten Morgen. Beth. Mhm. Immer noch schlecht gelaunt? Was ist? Schlecht gelaunt, hm? Wie kommst du denn drauf? Aber natürlich bist du's. Jetzt gib deinen Dickkopf auf. Wir haben uns wieder mal am selben Thema festgebissen, aber irgendwann ist es doch mal erledigt, oder? Na ja. Beth. Nun glaub mir doch, du denkst, dass er der Mann fürs Leben wäre und ich halte ihn ganz und gar nicht dafür und ich habe meine Gründe. Jedenfalls hast du keinen Grund, mein Leben zu ruinieren. Beth, ich will nicht, dass du dich an einen Angestellten unserer Firma bindest. Was für ein Starrsinn, mein Gott. Er ist ein völlig integrer Mann, oder? Ja, ja, ich weiß. Er ist dynamisch, ehrgeizig, intelligent, ein glänzender Anwalt. Ich kann mir keinen besseren denken, Beth. Nur, und da bin ich ganz sicher, dieser Herr ist clever genug, seine Chance zu sehen und zuzugreifen. Du bist nicht mein Vater. Nein, dein Vater bin ich nicht, aber ich bin dein Bruder, Beth. Und wenn du in der Auswahl deiner Männer mehr Vernunft walten lässt, halte ich mich aus deinem Leben heraus. Vorher nicht. Du und dich aus meinem Leben heraus. Ich schütze dich nur vor deiner Gutgläubigkeit. Ich habe deshalb vorsorgliche Maßnahmen getroffen. Charles? Ja, Sir. Ist der Wagen draußen? Was denn für vorsorgliche Maßnahmen? Wiedersehen. Bryce, was hast du da eben gesagt? Ich habe Mr. Hamilton einen Brief geschrieben. Wenn er heute Abend aus Atlanta zurückkommt, wird er ihn vorfinden. Was? Der Inhalt ist unmissverständlich. Wenn er nicht unverzüglich damit aufhört, dir den Hof zu machen, ist seine Tätigkeit für Chadwick Incorporation beendet. Du hast ihm wirklich damit gedroht, dass du ihn rausschmeißt? Ich bin zum Dinner verabredet, also warte nicht auf mich, Beth. Er hält zu mir, wenn du ihn rausschmeißt. Ach, wirklich? Jetzt sei mir nicht böse, wenn ich dich etwas frage, Beth. Angenommen, du wärst keine Chadwick und alles das hier, das gibt's eben alles nicht. Denkst du wirklich, Beth, entschuldige, dass ein Mann wie Peter Hamilton sich nach dir umdrehen würde? Naja, ich wollte dir nicht wehtun, Beth, aber ich bin überzeugt, auch wenn es schmerzlich ist, je früher du das siehst, wie es ist, desto besser. Und vor allem umso billiger für uns alle. Was es mich kostet, davon sagst du kein Wort. Du bist genauso wie Vater. Ein einziges Mal in meinem Leben will ich eine Entscheidung treffen, die mich ganz allein... Beth, das ist nun wirklich nicht der geeignete Augenblick. Den gibt's eben nie. Charles? Ja, Miss Chadwick? Sie haben morgen Ihren freien Tag, ja? Ja, morgen. Dann gehen Sie heute Abend schon außer Haus. Übernachten nicht hier. Ja, hatte ich vor, Miss Chadwick. Aber wenn Sie mich brauchen, bleibe ich natürlich. Nein, Sie können ruhig gehen.
Ganz wie Sie wünschen. Vielleicht noch ein Kaffee, Miss Chadwick? Nein, Charles, danke. Räumen Sie nur ab. Hallo? Ja, am Apparat? Darling, wie hast du geschlafen? Ich habe heute so viel um die Ohren, da wollte ich dir wenigstens schnell guten Morgen sagen. Oh, das ist aber eine hübsche Überraschung, du. Ist doch langweilig, wenn man alles voraus weiß. Freust du dich auf Atlanta? Aber nicht die Spur, Beth. Ich liebe dich. Und ich liebe dich auch. Wann bist du zurück? Wird jedenfalls spät. Ich komme dann vom Flughafen gleich zu dir raus. Darling, hörst du? Du, das hat keinen Sinn. Komm doch morgen. Nach so einem anstrengenden Tag wird es zu viel für dich. Gott, ja, das... Nein, nein, morgen ist wirklich besser. Zum Flughafen, Mr. Hamilton. Tut mir leid, Beth, muss aufhören. Morgen früh rufe ich dich an. Peter, du liebst mich doch. Nein, ich hasse dich von Herzen. Goodbye, Darling. Einen schönen Flug wünsche ich. Bist du noch wach? Ja, was ist denn? Mach mir doch eben die Haustür auf. Ich habe einen Schlüssel verloren. Ich bin schon im Bett, komm über die Veranda. Ist die Verandatür offen? Ja. Du musst aber erst die Alarmanlage abstellen, ja? Ja, Moment. Jetzt komm nur. Du hast mir doch gerade gesagt, dass die Alarm... Unter dem Strauch gleich neben der Haustür haben wir diesen Schlüsselbund gefunden, Miss Chadwick. Gehört er Ihrem Bruder? Ja, das waren seine Schlüssel. In der Lampe über dem Hauseingang ist die Birne kaputt. Wahrscheinlich ist ihm der Schlüsselbund aus der Hand gefallen und in der Dunkelheit konnte er ihn dann nicht finden. Ich nehme an, er ist dann am Haus entlang bis zu Ihrer Verandatür gegangen. Ich habe sehr tief geschlafen. Ich hatte einen Schlaftablette genommen und ich habe ihn jedenfalls nicht gehört. Und deswegen wird er das Fenster eingeschlagen haben, um die Tür von innen zu öffnen. So ist es sicher gewesen. Gleich danach muss er die Alarmanlage ausgelöst haben. Da bin ich aufgewacht und habe im Halbschlaf den Revolver abgedrückt. Ich dachte, es wäre ein Einbrecher. Und das war ein Irrtum, Miss Chadwick. Ein entsetzlicher Irrtum. Ich habe ihn für einen Einbrecher gehalten. Ein entsetzlicher Irrtum, Miss Chadwick. Ein tragischer Irrtum. Tragischer Irrtum. Tragischer Irrtum. Tragischer Irrtum.
Das ist doch einfach nicht wahr. Wie das passiert ist, weiß ich zwar auch nicht, aber ich muss den Haustürschlüssel verloren haben. Mit was hast du aufgeschlossen? Mit dem? Du hast deinen Zeit... Hatte ich im Blumentopf über der Haustür versteckt. Ich hatte geläutet, warum hast du nicht auf... Was ist passiert? Ich habe Bryce erschossen. Du hast was? Oh, der kam durch die Verandatür und dann der Alarm. Schnell, Peter, sieh nach, vielleicht ist er tot. Beruhige dich, Beth, ich gehe schon. Du bleibst hier stehen, ja? Nicht weggehen. Jeden Augenblick da sein. Ah, da ist er ja schon. Fertig mit allem? Ist alles erledigt. Na, umso besser. Ich störe Sie beim Lesen, Inspektor? Wie? Nein. Natürlich, es fällt mir sehr schwer in diesem Augenblick. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie berücksichtigen, dass Miss Chadwick in diesem Augenblick sicher noch keine verbindlichen Aussagen machen kann. Ja, selbstverständlich. Wir versuchen auch nur zu einem allerersten Eingriff zu kommen. Ja, natürlich, ich verstehe Sie vollkommen. Ich kann Ihnen nur sagen, was geschehen ist. Wir tun noch unsere Pflicht, Miss Chadwick. Sie verstehen, dass das alles sein muss. Wir werden es so kurz machen. Ja. Es wäre nett, wenn Sie uns ein paar Anhaltspunkte geben könnten. Ich habe ganz tief geschlafen. Ich hatte eine Tablette genommen. Und die Alarmanlage war in Betrieb? Ja. Der Schalter ist unmittelbar neben meinem Bett. Und wodurch wird sie ausgelöst? Sie ist an die Haustür angeschlossen, also ans Schloss. Das ist so, wenn Sie ganz normal aufschließen, wird sie abgeschaltet. Sagen Sie, sehen Sie irgendeinen Grund, warum Ihr Bruder über die Veranda gekommen ist? Er wusste doch, dass er die Alarmanlage auslöst. Kein. Er wird seinen Schlüssel verloren haben und dann ist er wohl am Haus vorbeigegangen bis zur Verandatür. Und dann wollte er dann rein. Um wie viel Uhr waren Sie denn zu Bett gegangen? So 9:30 etwa. Ich hatte mich den ganzen Tag nicht wohlgefühlt, deswegen so zeitig. Entschuldigen Sie, dann waren Sie überhaupt nicht außer Haus gestern? Sie waren also... Ja, ich war hier. Sie waren also nicht weg? Nein,
Ich war hier, habe ich doch gerade gesagt. Danke. Als Sie das Haus betraten, war er schon tot, ja? Ja, er war tot. Ah ja, dann hat Miss Chadwick Sie also angerufen, gleich nachdem sie ihren Bruder erschossen hatte. Nein, nein, ich war unterwegs zu ihr. Ich war schon im Park, als ich die Schüsse hörte. Wie viele waren das? Drei. Drei. Und die Alarmanlage klingelte. So war's ja. Sie waren hierhin unterwegs, Mr. Hamilton. Warum? Ich arbeite in der Firma von Bryce. Wollte noch etwas regeln. Wo waren Sie vorher? Haben Sie ein Alibi? Ich war in Atlanta. Gegen 10 Uhr sind wir gelandet. Vom Flughafen aus bin ich mit einer Taxi nach Hause gefahren, mein Apartment. Der Portier kann das bezeugen. Und warum sind Sie von zu Hause gleich hierhin gefahren, Mr. Hamilton? Ah ja, das ist... Jetzt wird's kompliziert. Miss Chadwick und ich sind, sagen wir, miteinander befreundet. Und Bryce war dagegen. Und Sie wollten sich heute Abend Klarheit verschaffen, stimmt? Ja, das trifft die Sache ziemlich genau. Ach, ist das Ihre Zeitung hier? Nein. Das habe ich gerade draußen gefunden, unter einem Strauch. Danke. Entschuldigen Sie. Miss Chadwick, sind die von Ihrem Bruder? Ja, die hat er verloren. Waren schwer zu finden. In der Lampe über der Haustür ist die Birne kaputt. Gentlemen, ich denke, für heute reicht es wirklich. Wenn Sie einverstanden sind, dann sollten wir doch... Entschuldigen Sie, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Sie verstehen, ich muss da pedantisch sein. Gentlemen, ich bitte Sie. Lass, Peter, ich halte schon durch. Fragen Sie nur. Danke, also ich wiederhole noch einmal. Miss Chadwick, gegen 9:30 sind Sie schlafen gegangen. Ja. Mhm. Und Sie hatten eine Schlaftablette eingenommen, sagten Sie. Ganz recht. Mhm. Wollen Sie mir noch einmal sagen, was dann passiert ist? Ganz genau, bitte. Ja, es war schon nach 11. Und da hörte ich Glas splittern und die Alarmanlage, die schellte und weckte mich auf. Ein Einbrecher, dachten Sie? Ja, ein Einbrecher, was denn sonst? Es war finster und ich war im Schlaf. Und als das Fenster so klirrte und die Alarmanlage, ich konnte gar nicht richtig wach werden. Ich hatte ja die Tablette genommen. Ich bin furchtbar erschrocken und habe den Revolver geholt. In der Nachttischschublade liegt er immer und dann habe ich abgedrückt, richtig geschossen. Ich wusste gar nicht, was ich da tue. Ich war so durcheinander. Gentlemen, wir stehen Ihnen morgen wieder zur Verfügung. Ich muss Sie bitten, Miss Chadwick ein paar Stunden ruhen zu lassen. Natürlich. Also, meine Herren, Schluss für heute. Wir haben zu danken. Gute Nacht. Gute Nacht, meine Herren. Komm, Beth. Endlich Feierabend. Nicht später wie sonst auch. Einen Augenblick noch. Haben Sie und Ihr Bruder das Haus allein bewohnt? Wie? Oh ja. Abgesehen von unserem Butler und dem Mädchen. Nach Vaters Tod ist Mutter nach Palm Springs gezogen. Und wo ist der Butler? Charles? Offenbar nicht da heute Nacht. Nein. Muss schön sein, hier zu wohnen, wie? Naja, gute Nacht. Sei still. Hörst du jetzt auf? Ruhig. Du sollst den Mund halten. Wozu denn bist du still? Du bist ein böser Hund. Nein, 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 das tut man doch nicht. Was ist denn mit dir, Agathe? Das macht man noch nicht. Warum regst du dich denn so auf? Das ist denn doch kein... Ah, guter Mann, Sie zahlen und bringen die Koffer ins Haus, ja? Und wir gehen rein. Wo ist denn Ihr Gepäck? Ach, die Koffer. Wenn ich bitten darf... $10.50. Sie können ja auf die Uhr sehen. $11 habe ich dabei und nichts klein, zu blöd. Ach, was soll's. Der Rest ist für Sie. Sind ein Mann von Welt?
Hör aber endlich auf. Ach, komm. Du bist wirklich sehr unartig. Nun komm her. Komm. Komm her. Komm. Komm. Jetzt ist aber endlich Schluss mit dem Bellen. So benimmt man sich doch nicht. Das ist ein ganz possierlicher Affe, den Sie da haben, oder? Agathe ist keineswegs ein Affe. Ist ein rassereiner Peking-Schnauzer. Na ja, das habe ich schon gesehen. Das war eigentlich mehr symbolisch gemeint. Na, ist natürlich was anderes. Wo ist meine Tochter? Keine Ahnung, Madame. Sie ist wahrscheinlich. Sie wird noch schlafen. Na ja, und wo ist Charles? Hat seinen freien Tag. Und Sie sind Mrs. Chadwick? Allerdings. Und Sie? Columbo ist mein Name. Columbo. Ich bin Inspektor. Kriminalpolizei. Hier. Nicht alles gleich wieder weggesteckt. Nicht so hastig. Ich sehe mir das an. Ein Inspektor hatte ich mir doch bedeutender vorgestellt. Gott, ja. Mein ewiges Pech. Also dann haben Sie meine Koffer reingeschleppt? Ich, ja, ich, Madame. Der Fahrpreis macht $10.50. Ich habe dem Fahrer einen halben Dollar Trinkgeld gegeben, ja? Da bin ich nichts schuldig, Herr Inspektor. Aber sagen Sie mir vor allen Dingen, was ist passiert? Und wo ist meine Tochter? Hier bin ich, Mutter. Hat dich das erleichtert? Nein. Es war ein Unfall. Du bist so kalt, wie du immer warst. Deinen eigenen Bruder hast du getötet. Mutter! Du kannst dir die Ausreden sparen. Dein Leben lang ist es dasselbe. Immer warst du unmöglich und linkisch. Wenn du etwas anpackst, muss es daneben gehen. Das ist es. Seit dem Tod meines Mannes hat Bryce sich um sie gekümmert. Nicht aus den Augen hat er sie gelassen. Ohne ihn warst du nichts. Und du hast ihn getötet. Mutter, versuch zu verstehen. Ich konnte nichts dafür. Ich wünsche, dass du jetzt schweigst. Diese Familienszene hätte ich Ihnen lieber erspart, Herr Inspektor. Oh, da würde ich mir keine Sorgen machen. Wir waren zu Hause eine Riesenfamilie und beim Essen, da ging es immer zu, wie im Madison Square Garden. Und wir brachten das immer mit dem Kaffee wieder in Ordnung. Möchten Sie einen? Wundervoller Duft, als ich reinkam. Ich würde schon gerne. Mutter? Ich hatte gedacht, es wäre offensichtlich, dass mein Sinn nicht nach Kaffee steht. Kann ich Ihr Gepäck irgendwo hinbringen, Madame, die Koffer? Nein, nein, bemühen Sie sich nicht. Beth wird das schon erledigen. Er war ein ganz und gar besonderer Mensch, Inspektor. Ich habe unendlich viel verloren. Er hat dafür gesorgt, dass die Familie nicht auseinanderfiel. Aber Sie leben doch in Palm Springs. Ich meinte das nicht wirklich, er war der Mittelpunkt. Als mein Mann mich verlassen hatte, da zog ich aus, ich floh die Erinnerung. Kann ich Ihnen gut nachfühlen. Ihr Sohn hat damals die Firma übernommen als Nachfolger, ja? Ja, und er hat sie in kürzester Zeit zu einer der größten Werbeagenturen der gesamten Westküste hochgearbeitet. Ist nicht wahr? Donnerwetter. Er war in mehr als einer Hinsicht der Nachfolger meines Mannes. Vor allem darin, wie er sich um Beth gekümmert hat. Und bei ihr muss man sich ja um alles kümmern. Aha. Zum Beispiel in der Wahl ihrer Männer, sofern man davon Wahl reden kann. Also sowas von Unreife, sage ich Ihnen. Na ja, ja, das sieht man an diesem Peter Hamilton. Sie sagen es. Hinter ihrem Geld ist er ja weiter nichts. Ja, und wie es dann so ist, von selber merkt sie sowas nicht. Kommt einfach nicht drauf. Das kann man wohl sagen. In der Hinsicht ist sie wie ein Kind, Inspektor. Ihre Entscheidungen sind immer, Gott, völlig emotional. Bryce war da viel, viel bestimmter, viel rationaler. Er hat niemals geheiratet. Warum eigentlich nicht? Was wollen Sie damit sagen? Gar nichts. Ich wundere mich nur bei einem Mann, der so entschlussfreudig war, so dynamisch, so zupackend. Ist doch komisch, nicht? Alles wahr, was Sie sagen. Aber seine Verantwortung gegenüber der Firma und der Familie, er wird wohl nie die richtige Frau getroffen haben. Hm. An sich selbst hat er kaum gedacht. Wenn ich nur wüsste, was aus der Firma werden soll. Wer soll sein Nachfolger sein? Ich will einfach keinen Fremden auf diesen Posten wissen. Brauchst du auch gar nicht. Jetzt möchte ich wissen, was das wieder heißen soll. Du vergisst, dass ich auch dem Vorstand der Firma angehöre. Juristisch natürlich, rein formal. Nur weil Bryce mich nie zu den Geschäften zugezogen hat. Was für eine Zumutung. Du kannst ja nicht einmal dein eigenes Leben meistern. Wie erst Geschäfte? Weil ihr mir nie erlaubt habt, mein Leben zu meistern. Inspektor, nehmen Sie doch Platz. Oh, vielen Dank. Aber nun sieht das ja anders aus. Jetzt wird hier überhaupt Verschiedenes anders werden müssen. Wenn du allen Ernstes vorhaben solltest, in der Firma eine Führung... Du hast übersehen, dass wir nicht allein sind, Mutter. Wir können später darüber reden. Na gut, wir haben schon eine Menge Zeit verloren, Inspektor. Was kann ich für Sie tun? Wird nicht viel sein, was Sie für mich tun können. Nur, wissen Sie, ich konnte nicht schlafen heute Nacht und... Oh, vielen Dank. Nehmen Sie Milch und Zucker? Danke vielmals, am liebsten schwarz.
Also wirklich miserabel geschlafen die Nacht. So ein paar Fragen, die haben mich nervös gemacht. Ich muss mir Klarheit verschaffen. Ach, welche Sorgen nett, haben danke. Sie denn? Ja, die Zeitung zum Beispiel. Die Zeitung? Wieso? Sehen Sie, die Zeitung, die draußen im Vorraum lag, Sie müssen mich korrigieren, wenn ich irgendwas Falsches sage, aber haben Sie gestern Nacht nicht erzählt, Sie wären den ganzen Tag zu Hause geblieben? Natürlich. Sehen Sie, so etwas macht mich eben verrückt. Wie ist die Zeitung in den Vorraum gekommen? Schon was von Zustimmung gehört? Oh ja. Ich kriege meine Zeitung jeden Morgen ins Haus gebracht. Hm, das ist doch die Antwort. Nein. Nein, das ist eben keine Antwort. Nein. Weil nämlich die Zeitung im Vorraum eine Abendausgabe war, verstehen Sie? Ich habe doch selber die Baseball-Ergebnisse gelesen. Ich verstehe immer noch nicht, was Sie wollen. Ich meine, wenn Sie überhaupt nicht fort waren, wer hat dann die Zeitung gebracht? Na, Bryce nehme ich an. Wer denn sonst? Aber Bryce ist durch die Verandatür reingekommen, nicht durch den Haupteingang. Also doch ein Tatbestand, den niemand bestreitet, nicht wahr? Wie kommt also die Zeitung an das entgegengesetzte Ende vom Haus? Inspektor, ich habe den Eindruck, dass Sie meine Tochter verhören. Er tut nur seine Pflicht. Erklären kann ich es natürlich nicht, aber wahrscheinlich habe ich die Zeitung ganz unbewusst an mich genommen und vorne hingelegt, als Peter klingelte. Leuchtet ein, ist eine Begründung, aber nicht ganz. Nämlich den Aktenkoffer Ihres Bruders, den haben Sie stehen lassen. Warum haben Sie nicht beides rübergetragen? Haben Sie da eine Erklärung? Den habe ich nicht gesehen. Nicht gesehen, sagen Sie. Wir können doch nicht so weit auseinandergelegen haben. Unter Schockwirkung pflegen die Menschen nicht unbedingt logisch zu handeln, oder? In dieser Lage von Beth rationales Verhalten erwarten, ist völlig absurd. Natürlich haben Sie recht, aber Sie müssen mich auch verstehen. Wenn mir irgendwas im Kopf rumgeht, dann hämmert das hier oben so lange, bis ich mir über die Sache klar geworden bin. Ich nehme doch an, dass Sie eine Menge miteinander zu bereden haben. Ich habe schon zu lange gestört. Danke für den Kaffee, Madame. War gut. Auf Wiedersehen dann. Auf Wiedersehen. Wie machen wir das am besten mit den $11, Madame? Ich bekomme Ihre Adresse und übersende Ihnen einen Scheck. Hätten Sie was gegen Barzahlung? Ah ja, natürlich nicht. Hier. Schönen Dank, Madame. Ganz meinerseits, Inspektor. Du erschreckst einen ja, Agathe. Natürlich zerrt so ein Prozess an den Nerven, Beth, aber der Tatbestand liegt so klar auf der Hand, dass du wirklich nichts zu befürchten hast. In ein paar Minuten ist alles vorbei. Die Geschworenen sind schon soweit. Ob es wohl gut geht? Ich hoffe. Haben die Damen und Herren Geschworenen ihre Beratungen abgeschlossen? Ja, Sir, das haben wir. Gerichtsdiener. Danke. Na, was haben Sie für einen Tipp? Wie? Die kann nach Hause gehen. Warten Sie nur, das sage ich Ihnen. Jupiter und Venus stehen in sehr günstigem Aspekt zu Pluto. Ich habe in der Sache des verstorbenen Bryce Chadwick das Urteil der Geschworenen zu verlesen. Die Geschworenen gelangten einstimmig zu der Auffassung, dass Bryce Chadwick, 46 Jahre alt, in der Nacht zum 21. Juli in seinem Haus 23077 Lorraine Drive zu Tode gekommen ist. Der Tod wurde durch 3 Kugeln vom Kaliber 38 im oberen rechten Brustkorb verursacht. Die Geschworenen gelangten ebenso einstimmig zu der Überzeugung, dass der Tod von Bryce Chadwick auf einen Unfall zurückzuführen ist. Ich habe Ihnen sehr zu alles danken. Alles Gute für Sie. Ja, danke. Ja. Die Sitzung ist beendet. Ich danke den Damen und Herren Geschworenen. Na, Beth, dagegen legst du keine Revision ein, was? Nein, ich will alle Geschworenen zum Essen einladen. Genau das nennt man Bestechung post factum. Wie nennt man das? Nun ist alles überstanden. Nun wird alles wie früher. Oh, nein, nein, genau das habe ich nicht vor. Ich verstehe nicht. Na ja, es muss nicht alles so bleiben, wie es ist, sagen wir. Bruch mit der Tradition. Wenn du nur nicht mit mir brichst. Feiern wir den Sieg mit dem Essen? Können wir das ein andermal tun?
Ich habe noch ein paar Besorgungen. Bist du mir böse? Nein, natürlich nicht. Ach, übrigens, würdest du wohl, wenn du wieder ins Büro kommst, die Abteilungsleiterkonferenz einberufen, ja? Mit welcher Tagesordnung? Reorganisation. Sagen wir morgen um 2. Mutter? Morgen, Mr. Hamilton. Oh, Inspektor. Sie wissen, wer ich bin? Ja, ich habe ein sehr gutes Gedächtnis. Also, Mr. Hamilton, da beneide ich Sie ehrlich. Ich behalte nicht mal meine eigene Telefonnummer. Kann ich irgendwas für Sie tun, Inspektor? Um die Wahrheit zu sagen, ich habe zufällig mitgekriegt, dass sie nicht mit Ihnen zum Essen will. Wollen Sie mit mir gehen? Sie wollen mir ein paar Fragen stellen, ja? Fragen? Auf meine Rechnung. Wenn Sie wollen, bitte. Bitte Fenster runter. Oh, Entschuldigung. So, das reicht. 2 Milkshake mit Schlagsahne, ja? Ja, in Ordnung. Leider waren keine Zwiebelringe mehr da. Wollen Sie was anderes stattdessen? Nein, das reicht schon. Das genügt völlig. Und bevor Sie weiterfahren, Lichthupe nicht vergessen. Dann hole ich das Tablett. Die meisten fahren mit dem Tablett am Fenster weiter. Ja, mache ich. Ich denke dran. Dankeschön. Ganz bestimmt. Bis dann. Eines möchte ich ja wissen, nämlich ob Sie und Miss Chadwick heiraten wollen. Wäre doch besser, wir kämen gleich zur Sache, oder? Ist doch manchmal gar nicht so einfach. Ja, wollen wir schon, aber wir haben noch nie über Termine gesprochen. Das lag einfach an Bryce. Naja, natürlich. Was ich nicht verstehe, aber wissen möchte, das ist in der Nacht. Sie wissen schon, warum wollten Sie dann noch so spät zu ihm hin? Na, also offen gesagt aus Ärger. Wie? Was ist los? Was meinen Sie damit? Ganz einfach. Ich kam von der Geschäftsreise zurück und fand einen Brief vor. Von Bryce. Ich sollte Beth in Ruhe lassen. Konsequenzen angedroht oder so? Ach, das ist ja erledigt. Berufliche Diskriminierung. Er wollte mich feuern. Das wollte ich natürlich sofort ins Reine bringen. Ah ja. Verrückt. Da kamen Sie ja zu dem Trouble zurecht. Und neuerer Zufall. Das ist noch eine Suggestivfrage. Glauben Sie, wir haben den armen Bryce zu zweit ins Jenseits befördert? Was meinen Sie, Mord? Also jetzt verstehe ich Sie nicht. Sie waren doch bei der Untersuchung dabei. Das Ganze war ein Unfall. Ja, natürlich. Aber ich spreche nicht von Untersuchung, sondern von Ihnen. Für was halten Sie es? Für ein Komplott halte ich es, meinen Sie? Nein. Also, da hast du wirklich keinen Gedanke dran. Wirklich nicht. Komisch, dass Sie dann trotzdem in dieser Richtung fragen. Ach so, also daran habe ich noch gar nicht gedacht. Aber Sie haben recht, gebe ich zu. Aber das ist schon eine blöde Marotte von mir. Wie soll ich das sagen? Ich habe keine Ruhe, bevor ich nicht alles genau weiß. Es ist nicht schön. Jedenfalls habe ich zu danken. Sie waren so offen zu mir. Dann möchte ich doch eine Frage beantworten, die Sie gar nicht gestellt haben. Ob ich das Geld von Beth heiraten will? Aber davon war nie die Rede. Ich will es nicht. Ich liebe Beth. Mit Geld genauso, wie wenn sie arm wäre. Ich war bereit, aus der Firma auszusteigen, Inspektor. Was aber jetzt nicht mehr nötig ist, wie? Ja, da haben Sie recht. Aber ich will kein Heuchler sein, Inspektor. Es tut mir wirklich leid, dass Bryce tot ist, aber dadurch ist Beth von dem ewigen Druck befreit. Oh ja, ein ganz anderer Mensch. Was meinen Sie denn nun wirklich damit? Wie? Also gar nichts Besonderes, nur im Gerichtssaal habe ich zufällig gehört, wie sie zu Ihnen sagte, dass sie vieles anders machen will. Ist ja eigentlich grausam, dass man das sagen muss, aber also ich finde, dass dieser Tod, naja, eigentlich das Beste war, was ihr überhaupt passieren konnte. Hey, Mister! Sie nehmen das Tablett mit, halt! Tut mir leid. Danke. Haben Sie was verloren? Oh, Sie haben mich erschreckt. Nein, ich wollte zu Miss... Sie sind Charles, habe ich recht? Wir kennen uns, Mister. Oh, kennen nicht, aber ich habe von Ihnen gehört. Ich bin Inspektor Columbo. Ich möchte zu Miss Chadwick.
Ah, Sie sind von der Kriminalpolizei, ja? Erraten, Charles, bin ich. Ist sie da? Tut mir leid, nein. Ach, dann bin ich umsonst gekommen. Ist aber dumm. Immer Pech. Können Sie mir sagen, wo Miss Chadwick jetzt ist? Ja, ja, sie ist im Schönheitssalon, bei Eugene. Aha. Wissen Sie, wo das ist? Wo der ist? Eugene, meinen Sie? Ja, ja, natürlich, den kenne ich. Ja. Sieht aus wie neu. Das ist er auch, Sir. Oh. Warum ist sie nicht mit ihm gefahren? Ist eben erst geliefert worden. Ah, eben erst geliefert, das ist was anderes. Mein lieber Mann, ist das ein Wagen. Wundervoller Karosserie, was? Noch irgendein Wunsch, Sir? Ja, und der ist leicht zu erfüllen. Gar nicht kümmern, mich einfach machen lassen, Charles. Ich halte mich hier beim Haus auf und sehe mich ein bisschen um. Reine Routine, verstehen Sie? Aha, aber ich helfe Ihnen gerne, wenn es geht. Oh, Sie sind ein netter Mensch, aber ich bin mehr für Do-it-yourself. Vielen Dank, Charles. Haben Sie schon bedient, Sir? Oh, ich bin nicht als Kunde hier. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Suchen Sie vielleicht jemand? Ja, ich suche Miss Chadwick, Beth Chadwick. Ich bin Inspektor Columbo. Polizei? Ja, ja, aber nichts Tragisches. Ich muss Sie nur einen Moment sprechen, verstehen Sie? Oh, natürlich. Wenn Sie da durchgehen wollten, Inspektor. Und dann Kabine 4. Dankeschön. Ach, Inspektor. Ihre Zigarre. Ist was damit? Dieser Duft, wenn ich so sagen darf, ist hier deplatziert. Schade. Gerade angezündet. Oh ja. Inspektor, ist das eine Überraschung? Wie kommen ja, Sie denn hier ich, hin? Ich war schon bei Ihnen zu Hause, aber Sie waren leider nicht da. Charles hat mir gesagt, wo Sie sind, und da habe ich mir gedacht, ich komme am besten her. Miss Chadwick, einen Punkt muss ich noch klären, nur einen. Einverstanden? Wenn Sie es nicht stört, dass ich gerade beschäftigt bin. Sollen wir unterbrechen? Nein, nicht nötig. Machen Sie nur fertig. Ich habe Ihren neuen Wagen gesehen. Oh, ein wundervolles Modell. Finden ist das Sie? Wirklich ein selten schöner Wagen? Wundervoll. Sicher sehr gefragt. Muss man wochenlang vorbestellen, oder? Ja, allerdings. Naja, habe ich mir schon gedacht. Ist doch ein ganz neues Fahrgefühl für Sie. Naja, das stimmt schon. Ich wollte mal was Schnelles haben, was Flottes. Ein neues Image, wie wir in der Werbesprache sagen. Ja, ich kann das gut verstehen, wissen Sie, denn, Verzeihung, und zwar einfach, weil es ist ganz natürlich, denke ich, dass man sich nach einem Todesfall in gewisser Weise auch befreit fühlt. Ja, so kann man es wohl auch sagen. Eins kann ich noch nicht verstehen. Und was? Vor Wochen schon haben Sie den Wagen bestellt, sagen Sie. Dann müssen Sie doch auch gewusst haben, dass Sie Ihren ganzen Lebensstil ändern. So, fertig, Miss Chadwick. Darf ich mich ansehen? Ja, natürlich. Oh. So. Ja. Oh, wundervoll. Ein ganz neuer Mensch. Das ist erstaunlich. Sie sind ja nicht wiederzuerkennen, Miss Chadwick. Ja? Sensationell. Ist das Sie ernst? Sie sehen wunderbar aus. Ja. Oh, danke, Inspektor. Goodbye, Jim. Goodbye, schönen Dank. Ich komme nächste Woche Donnerstag wahrscheinlich. Goodbye, Sir. Verzeihung. Sie sehen hinreißend aus, Miss Chadwick. So, finden Sie das wirklich? Natürlich. Nächste Woche Donnerstag wahrscheinlich. Ich rufe vorher an. Selbstverständlich. Sie haben Ihre Frage noch nicht gestellt, Inspektor. Naja, aber was anderes. Fahren Sie jetzt nach Hause? Ja. Ich möchte Ihnen was zeigen. Kann ich mitkommen? Hätten Sie was dagegen? Ach, muss das denn wirklich sein? Naja, in gewisser Weise schon, aber ich verspreche Ihnen, es geht schnell. Gut, wir treffen uns bei mir. Inspektor. Ja. Ah, Ihre Zigarre. Danke. Ah, guten Tag, Ma'am. Guten Tag, Charles. Ach, Charles, der Inspektor hat eine Bitte. Er braucht eine Leiter. Würden Sie wohl so nett sein, ihm eine zu holen? Natürlich, Ma'am. Diesmal nicht do-it-yourself, Inspektor. Was? Ach so. Ja, das geht eben leider nicht immer, Charles. Jetzt bin ich nicht mitgekommen. Ah. Ich war doch schon hier, nicht? Habe ich Ihnen erzählt, ja? Mhm. Also am besten nicht Zeit sehen. Also, wenn ich das richtig behalten habe, dann ist Ihr Bruder hier ums Haus rumgegangen. So nehmen Sie es wenigstens an, oder?
Ja, auch die Geschworenen nehmen das an, Herr Inspektor. Ja, natürlich. Er hat also hier übers Gras gehen müssen, wie wir. Ich bin wirklich gespannt, was Sie vorhaben. Werde ich Ihnen sofort sagen. Im Augenblick ist das Gras ziemlich trocken. Die Sonne scheint drauf. Es ist später Nachmittag. Und als Ihr Bruder umkam, war es doch nass, nicht? Moment mal. Sehen Sie? Gras. Ja, und was soll daran komisch sein? Komisch ist ganz was anderes. Dass an den Schuhen Ihres Bruders kein Gras war. Ich weiß nicht, was wollen Sie damit sagen? Ihr Bruder ist eine Woche tot. Das war am Donnerstag. Ich habe die Fotos von seiner Leiche studiert. Einwandfreie Vergrößerung, selten gut, wirklich. Nicht ein einziger Grashalm war an seinen Schuhsohlen zu sehen. Und ich weiß nicht, wie ich mir das erklären soll. Verstehen Sie? Der Rasen war frisch geschnitten. Vor allem war er feucht, denn es war ja in der Nacht. Der Tau... Ja, Moment. Sie haben vollkommen recht, Inspektor. Er muss Gras an seinen Schuhsohlen gehabt haben. Aber wahrscheinlich hat er sie auf dem Teppich abgestreift. Und dummerweise hatten wir Großputz unterdessen. Ach so, ja. Haben Sie noch etwas auf dem Herzen? Ja, noch eine Kleinigkeit. Ich nehme an, Charles hat die Leiter gebracht unterdessen. Anzunehmen? Ja. Geht schnell, Madame. Ich beeil mich. Ich hab's ja versprochen. An dem Morgen, an dem Ihre Frau Mutter ankam, da habe ich hier oben... Die Blumen, schön sind die. Wie aufmerksam. Nein, nein, ich finde sie wirklich schön. Aber als ich den Topf sah, da habe ich mir gleich gedacht, dass die meisten Leute irgendwo vor der Tür einen Hausschlüssel verstecken. Kann doch vorkommen, dass man den eigenen schon mal vergisst, nicht? Sehen Sie das hier? Was? Hier, diesen Abdruck. Sehen Sie den? Ja, und was ist damit? Sie können aber Fragen stellen. Das ist doch ein ganz deutlicher Abdruck. Ist ein Versteck gewesen für einen Ersatzschlüssel, und zwar ziemlich lange, wie mir scheint. Ja, drauf geregnet hat's auch. Sieht man ganz deutlich. Es ist genau, wie Sie sagen. Hat monatelang da gelegen. Ich habe ihn erst rausgenommen, kurz bevor mein Bruder ums Leben kam. Bryce wusste gar nichts davon. Ich habe ihn selbst wieder weggenommen, als mir einfiel, dass es gar nicht so ungefährlich wäre. Das verstehe ich nicht. Wieso denn? Irgendjemand will bei uns einbrechen, der steckt ihn ins Schloss und schon ist die Alarmanlage außer Betrieb. Was ein Argument. Ja, ja. Mhm. Ja, das ist überzeugend. Sogar richtig, denn Sie hätten den Schlüssel gefunden. Na klar, das ist erwiesen. Tja, Inspektor, auch meine Gastfreundschaft ist nicht unbegrenzt. Die Geschworenen haben einstimmig tot durch Unfall festgestellt und dieses Urteil ist auch für Sie verbindlich. Sie verstehen mich falsch, ich will doch nicht aufdringlich sein. Ich wollte nur ein paar offene Fragen klären. Ich kann einfach nicht anders. Das ist ein Fehler von mir. Meine Frau hält mir das ewig unter die Nase. Ich kann das einfach... Ist das wahr? Sie verstehen jetzt, was mich beunruhigt hat. Ich habe mir einfach gedacht, wenn das ein Schlüsselversteck war, ja? Ja. Und Ihr Bruder hätte das Versteck gekannt, dann wäre er doch durch die Haustür reingekommen, nicht über die Veranda. Aber ich habe Ihnen danach die Wahrheit gesagt, Inspektor. Und genau das habe ich auch vor den Geschworenen getan. Und ich weiß nicht, was Sie für Zwangsvorstellungen haben mögen. Dennoch muss ich Sie bitten zu gehen, und zwar endgültig. Ich frage ihn schnell. Na? Steht dir gut. Fertig? Nein, noch lange nicht. Sehr langweilig für dich? Nein, nein, lass dir nur Zeit. Ich unterhalte mich schon. Irgendwas fehlt mir noch. Ich weiß nicht, was Ihnen gefallen. Was meinen Sie? Oh, das ist ja ganz entzückend. Das muss ich sofort anprobieren. Darf ich mal durch? Ja, ich glaube, da drüben auch Kabine ist sofort meine Frisur in Ordnung. Ich beeile mich. Ja, lassen Sie sich Zeit. Ich helfe Ihnen. Ach, könnten Sie mir eben die Knöpfe aufmachen? Peter? Ja? Wissen alle Bescheid wegen der Konferenz heute Nachmittag? Ja, aber ich frage mich doch... Aha. Ich finde, du hast es zu eilig. Ein, zwei Wochen solltest du schon noch warten. Wieso denn? Nein, es wird nicht gewartet. Naja, mich geht's nichts an. So, danke. Na, was sagst du? Interessant. Was soll das heißen? Naja, ich finde, es ist nicht so ganz dein Stil, wie? Da bin ich aber sehr anderer Ansicht. Tja, du hast mich gefragt. Hab ich, aber aus Höflichkeit. Ich bin nämlich sehr wohl in der Lage, meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Oh, warum haben Sie mir das denn bisher vorenthalten? Das ist ja ganz wundervoll. Das muss ich auf der Stelle Sie das probieren. Her? Sie her. Ja, das probiere ich gleich an. Ich denke, ich lasse dich allein weitersuchen. Ich fahre zurück Nein, ins Büro. Du bleibst hier. Ich will, dass du bei mir bleibst.
Ach, würden Sie mir das Kleid da drüben auch gerne teilen? Beth, sofort, meine Frau. Ich weiß nicht, was plötzlich in dich gefahren ist, nur sehr schön finde ich das nicht. Ich sehe dich dann. Du kommst nachher zur Sitzung. Sie haben sich schon entschieden? Ja, das hier und das Blaue packen Sie mir auch ein. Ja, gern. Meine Damen und Herren, darf ich Sie bitten, sich zu setzen? Danke. Ich fasse mich kurz. Ich nehme an, dass mit dem Tod meines Bruders eine gewisse Unsicherheit von Ihnen Besitz ergriffen hat. Ich möchte Sie durch einige präzise Bemerkungen davon befreien. Die Chadwick Incorporated ist, wie Sie alle wissen, ein Familienunternehmen. Infolgedessen übernehme ich mit dem heutigen Tage die Geschäftsführung. Die erste Maßnahme dieser Eigenschaft, und das ist mir eine besondere Freude, ist die Bekanntgabe der Beförderung von Mr. Peter Hamilton zum Vizepräsidenten der Gesellschaft. Wenn ich es etwas abstrakt ausdrücken darf, war mein Bruder eine Art Traditionalist. Ich möchte neue Wege beschreiten. Würden Sie das bitte weiterreichen? Ich möchte der Firma eine fortschrittliche Kultur geben. Unrentable Geschäfte oder auch kleinere Kunden werden wir abstoßen. Ich möchte, dass Sie alle sich auf gewisse bevorstehende Veränderungen einstellen. Wir haben andere Leute Waren verkauft, aber nie uns selber. Entschuldigung, Beth, aber das ist unser Job. Genau das ist falsch. Unser Job ist der Zuwachs. Seit über 2 Jahren ist kein potenter Auftraggeber zu uns gestoßen. Unsere Kapazität ist voll ausgelastet. Unsinn! Moment bitte, ich möchte keine Schwierigkeiten machen, aber ich bin der Meinung... Ich unterbreche Sie wirklich nicht gern, aber für destruktive Bemerkungen ist der Augenblick falsch. Nur, wenn Sie prinzipiell anderer Ansicht sind, dann steht es Ihnen frei, Ihr Verhältnis zur Firma zu überprüfen. Ganz und gar nicht. Ich meine, ich werde mich schon anpassen können, so schwer ist das ja nicht. Ich bin sicher, Sie können. Irgendwelche Fragen? Gut, dann sind wir uns ja einig. Oh, eine persönliche Mitteilung noch, meine Herren. Ich möchte Ihnen meine Verlobung mit Mr. Peter Hamilton bekannt geben. Ich danke Ihnen. Sind Briefe zu unterschreiben? Herzlichen Glückwunsch, Peter. Ja, danke. Ist eine Überraschung. Gratuliere. Danke. Ich glaube, meine Tochter ist völlig übergeschnappt. Was in aller Welt befähigt dich zu diesem Posten? Ich hatte den besten Lehrer, meinen Bruder. Jahrelang habe ich ihn gelöchert mit Fragen. Ich kannte die Korrespondenz. Danke, wir machen später weiter. Er war mir ungemein nützlich, wenn auch bestimmt nicht mit Absicht. Vergiss bitte eines nicht. Die Mehrheit des Stammkapitals gehört immer noch mir. Und die Kontrolle gebe ich nicht aus der Hand, Beth. Du bist wirklich naiv, Mutter. Wir sind ein Familienunternehmen, also wer sollte es leiten? Ich bin entschlossen, dafür vor Gericht zu gehen, wenn es nötig sein sollte. Wäre gut. Presse, Interviews und Skandal. Ja, ist es denn die Möglichkeit, dass jemand so mit seiner Mutter spricht? Möchtest du etwa die Geschäftsführung übernehmen? Du bist so ganz nebenbei eine alte Frau geworden. Ja, bitte. Verzeihung, störe ich Sie bei der Arbeit? Was ist denn jetzt schon wieder? Sie müssen entschuldigen, ich wollte... Ja, Garte, bist du auch wieder da? Wie geht's denn? Ich hab dir was zu fressen mitgebracht. Ich darf mir doch die Freude machen, ja? Hoffentlich schmeckt's dir. Ich trage das Zeug schon die ganze Woche mit mir rum. Na komm schön, Agathe, nimm. Willst du nicht? Ja doch, das ist gut. Oh, ist die aber aggressiv. Richtig bissig, ne? Eine ganz schöne Spannung zwischen uns beiden. Falls Sie etwas mit mir zu bereden haben, Inspektor. Ja, komm. Wie? Dann können Sie ja... Nein, Madame, mit Ihnen eigentlich nicht. Dann darf ich mich verabschieden. Mutter? Wir sprechen nachher noch weiter. Wie du meinst. Ich ziehe mich wohl besser zurück.
Das wird nicht nötig sein, Peter. Bleib nur da. Der Inspektor wird sich sehr kurz fassen. Ja, wie immer. Ich bin gespannt, was Sie heute so alles auf Lage haben, Columbo. Bisher war es Gras, waren es Zeitungen und Schlüssel. Vielen Dank. Wenn Sie sich setzen wollen. Sie wissen, wie eines zum anderen führte. Als ich bei Ihnen, oh, danke schön, als ich mit Ihnen zusammen in Ihrem Garten war, ich musste da dauernd die Leiter rauf und runter klettern, da ist mir was aufgefallen, was mich einfach auf Trab hält, wissen Sie? Wieder so ein Ding, das mir keine Ruhe lässt. Oh, wie aufregend sowas. Mir, die ausgebrannte Glühbirne ging mir nicht aus dem Kopf, die überm Haupteingang, also die Haustür, meine ich. Heute früh bin ich noch mal vorbeigegangen, Sie kennen mich ja und... Haben Sie mitgebracht? Ja, böse deswegen? Nein. Die Birne hat 100 Watt, ja? 100 Watt? Hat eine Lebensdauer von 700, 800 Stunden ungefähr, ne? Also, angenommen Sie oder ich lassen die Lampe überm Hauseingang, sagen wir mal, 10 Stunden in der Nacht an. Dann hat die Birne eine Lebensdauer von 2-3 Monaten. Richtig gerechnet? Ja. Ich habe keine Ahnung, also muss ich Ihnen vertrauen. Ihr Vertrauen ehrt mich. Passen Sie auf, was ich mir überlegt habe. Glühbirnen in einer Außenbeleuchtung haben doch immer was Ekliges, nicht? Die Lampe kann abschließen, so dicht wie sie will, das hilft überhaupt nichts. Ewig sind die Birnen verschmiert und dreckig, tote Insekten kleben dran rum. Also mich ekelt das einfach, so eine Birne auszuwechseln. Wenn Sie jetzt zur Sache kämen. Tja, überhaupt kein Dreck an der Birne. Wieso? Blitzsauber, wie aus der Verpackung. Leuchtet doch ein, dass ich das ein bisschen merkwürdig finde, nicht? Lange genug in Betrieb, um auszubrennen, aber nicht lange genug, um schmutzig zu werden. Meine Bediensteten sind sehr gewissenhaft. Sie putzen eben die Birne gleich mit, wenn sie die Lampe reinigen. Eine ausgebrannte Birne putzen? Mhm. Sie machen das schließlich bei Tage. Also woher sollten Sie es wissen? Aber ich denke, es reicht nun wirklich, Inspektor. Jetzt habe ich gerade nicht... Dann darf ich Sie bitten, mir jetzt genau zuzuhören. Ich möchte Sie nie mehr wiedersehen. Ich verbiete Ihnen zum allerletzten Mal das Büro und mein Haus. Ich bin sehr beschäftigt und habe nicht die geringste Lust, Ihre Verdächtigungen weiter anzuhören. Wenn Sie irgendwas vorzubringen haben, gehen Sie gefälligst zum Staatsanwalt. Ist das jetzt klar? Ja, vollkommen klar. Oh, ich warne Sie, Inspektor. Keine weiteren Fragen. Ich wollte Ihnen keine Fragen stellen, Madame. Ich wollte Ihnen bloß die Glühbirne dalassen. Was erlaubt dieser Kerl denn eigentlich? Take it easy. Was soll's? Ach, spar dir die Phrasen. Ich will das alles nicht hören. Tu was! Schließlich bist du doch Rechtsanwalt. Du wirst zu einem Burschen noch ein Verfahren anhängen können. Wozu habe ich dich, wenn du das nicht mal kannst? Muss ich denn alles alleine machen? Du sollst dich beruhigen. Take it easy. Wenn du nicht mehr zu bieten hast als Anwalt, wirst du doch dein Lehrgeld zurückzahlen. Was in aller Welt ist eigentlich los? Wir haben doch noch nie Krach gehabt, Beth. Ich will nicht, dass wir uns streiten. Was stimmt denn nicht zwischen uns? Ich bin froh, dass du fragst. Ich will es dir gerne sagen. Also meine Beförderung, das geht so nicht. Das ist die reine Vetternwirtschaft, höchste Protektion, und die will ich nicht. Und hast du sonst noch was an mir auszusetzen? Offen gesagt, ja. Dass du unsere Verlobung bekannt gibst, ohne mich zu fragen. Aber ich dachte, du freust dich darüber. Ich habe mich auch gefreut, aber wäre es nicht richtiger gewesen, vorher mit mir zu reden? Oh. Ich war ja wie vor den Kopf gestoßen, genau wie die anderen. Oh. Aber das verstehe ich nicht, Peter. Alle Welt erwartet, dass wir heiraten, oder willst du nicht mehr? Darum geht es nicht, Beth. Ich mag nicht, dass du so einfach über mich verfügst. Das war doch bisher nicht deine Art, Beth. Und das passt doch gar nicht zu dir. Oh, kann schon sein, dass ich mich verändert habe. Ich dachte, du bist eine aufregende Frau. Sich verändern, ja, aber du bist ein ganz anderer Mensch geworden. Wirklich. Als ob eine andere Frau vor mir stünde. Und wenn es so wäre? Am Ende hatte Bryce recht. Recht? Worin denn? Darin, dass du nicht der richtige Mann für mich bist. Das könnte schon sein. Ja.
schon mein dritter, was? Ich bin nicht zum Kontrollieren da. Ist gut, dann brauche ich auch nicht zu zählen. Sieh einer an. Dass Sie im Dienst trinken, hätte ich auch nicht gedacht. Mr. Hamilton. Trinken? Nein, nein, ist nur Kaffee. Nein, nein, trinken ist nicht. Ach, ein verflucht langer Tag war das heute. Sie sehen auch reichlich abgespannt aus. Ach ja? Sieht man mir das an? Ja. Eigentlich doch ein hübscher Zufall, dass wir beide uns heute Abend hier treffen. Ist doch ein Zufall, nicht? Ja, natürlich. Was denn sonst, ja. Was lesen Sie da? Ach, das Untersuchungsprotokoll ist das, ja. Ach, übrigens, mein Glückwunsch. Sie sind verlobt, habe ich gehört. So sicher ist das noch nicht. Was dazwischen gekommen? Nochmal zurück zu dem da. Ich möchte gerne was wissen. Inspektor, Sie verdächtigen Beth. Wieso tun Sie das? Verdächtigen? Wer ich? Ich verdächtige keinen Menschen. Nein, 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 nein. Mir sind nur ein paar Dinge unklar und die muss ich rauskriegen. Was Sie nicht sagen. Ich mag Sie gern. Sie sind mir sympathisch, Inspektor, aber Sie sind nicht offen zu mir. Nicht offen? Sehen Sie, mit dem Gerichtsurteil war Ihr Job doch zu Ende, aber das wollen Sie nicht wahrhaben. Unentwegt stellen Sie Fragen und rein zufällig treffen Sie mich hier. Ehrlich, Inspektor, Sie können nicht allen Ernstes annehmen, dass Beth Ihren Bruder umgebracht hat. Oder tun Sie das etwa? Mr. Hamilton, wenn ich ehrlich sein soll, das tue ich. Mr. Hamilton, hören Sie mir gut zu. Ich brauche jetzt Ihre Hilfe. Ich halte Beth für die Mörderin. Ich bin mir da völlig sicher. Und den Beweis können Sie mir liefern. Ach, nicht doch. Entschuldigen Sie die Frage, aber das in der Tasse, da kann doch kein Kaffee sein. Anders kann ich mir Ihr Verhalten nicht erklären. Nein, ich war doch dabei. Keinen Menschen hat diese Frau umgebracht. Es war ein Unfall. Stellen Sie sich vor, meine Frau. Es gibt so Menschen, die haben für jede Lebenslage irgendein Sprichwort parat. Beispielsweise, wer rastet, der rostet oder der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ja, oder... ja, Sprichwörter gibt's viel, aber was hat Ihre Frau mit dem Fall zu tun, möchte ich wissen. Das sollen Sie auch. Sie hat ihn für mich gelöst. Gestern Nacht, wie ich wieder rumgegrübelt habe, da hat sie gesagt, spann doch nicht dauernd den Karren vors Pferd. Und da sage ich, aber genau. Jetzt spann doch mal das Pferd vor den Karren. Und schon hatte ich die Lösung. Und die wäre? In dem Vernehmungsprotokoll, da steht etwas Unpräzises. Ich kenn's, Wort für Wort. Bestimmt. Mr. Hamilton, das ist ein wichtiger Punkt, der entscheidende. Wenn Sie sich an den erinnern können, und Sie haben ein tolles Gedächtnis, haben Sie selber gesagt, dann wissen Sie genau, absolut zuverlässig, ob Beth Ihren Bruder ermordet hat oder nicht. Na gut. Und an was soll ich mich erinnern? War ein Irrtum, nicht vermitteln, schon erledigt. Inspektor Colombo, Sie sind's doch. Kommen Sie nur näher. Nehmen Sie auch ein Gläschen. Inspektor Colombo.
So ist Ihr Bruder auch reingekommen, nicht? Wie kommen Sie in die Wohnung? Genauso wie Ihr Bruder, mit dem Hausschlüssel. Wir haben uns mit einem Schlosser in Verbindung gesetzt. Er hat sehr schnell gearbeitet. Und was wollen Sie mit dieser Schmierenkomödie beweisen? Ich will gar nichts beweisen, Madame. Ich will Sie verhaften. Sie sagen verhaften? Ja, Madame. Wegen Mordes an Ihrem Bruder. Oh. Ich wusste, warum ich durch die Tür gekommen bin. Ich wollte sehen, wie Sie reagieren. Wie Sie meinen? Ich nehme also an, Sie haben mich verhaftet. Jetzt rufe ich meinen Anwalt an. Dann will ich sehen, wie Sie reagieren. Wissen Sie, was das Komische ist? Dass das kein Unfall war, wusste ich von dem Augenblick an, in dem ich die Zeitung da draußen liegen sah. Aber ich hatte keinen Beweis. Und ich hatte nur eine Möglichkeit. Den Beweis konnte mir keiner liefern, nur Ihr Verlobter. Was, Peter? Ja, Madame. Schweren Herzens aber immerhin. Ihrer Aussage nach hat das Auslösen der Alarmanlage Sie aus dem Tiefschlaf gerissen. Sie griffen nach dem Revolver und dann erschossen Sie den vermeintlichen Einbrecher. Mhm. Ganz genau so war es, Inspektor. Unmöglich, Madame. Mr. Hamilton ist nämlich genau um die Zeit vorgefahren. Und der hat beides gehört, die Schüsse und den Alarm. Selbstverständlich hat er das. Was finden Sie daran so besonders? Tja, was ich daran Besonderes finde, dass er zuerst die Schüsse gehört hat und dann den Alarm. Das nenne ich den Karren vors Pferd gespannt. Ich meine, wie konnte der Alarm Sie wecken, wenn Sie vorher geschossen haben? Ich weiß, wie es sich abgespielt hat. Ihr Bruder stand plötzlich vor Ihnen, an derselben Stelle wie jetzt ich. Dann schossen Sie auf ihn. Und dann haben Sie den Alarm ausgelöst. Ein paar Sekunden danach. Peter hat sich getäuscht. Nein, nein. Er ist ein glänzender Anwalt und stolz auf sein gutes Gedächtnis. Und wenn die Anklage ihn als Zeugen benennt, dann wird er vor Gericht gegen Sie aussagen. Er wird es nicht gerne tun, aber er wird die Wahrheit sagen. Miss Chadwick, was soll das? Ihr Haus ist umstellt. Was hätten Sie schon davon? Dazu haben wir doch zu viel Format. Bitte ziehen Sie sich an. Und lassen Sie sich nur Zeit dabei. Thank you.